So Leute, es kann wieder weitergehen mit Let's Play The Amazing Spider-Man. Ich bin es, euer MC Mafix. Wir sind immer noch in Kapitel 1. Oscorp ist ihr Freund. Und ja, Spider-Man berichtet Connors, was vor ein paar Stunden passiert ist, als er versuchte, Artenkreuzungen zu bekämpfen und einzufangen, die in Manhattan frei rumlaufen. Ja, wir waren im letzten Part in Oscorp und haben mit angesehen, wie die letzten Artenkreuzungen von eben dem Connors hier vernichtet werden sollten. Doch als wir dann reinkamen, haben die auf uns reagiert und sind ausgebrochen. Ein Großteil der Forscher, inklusive unserer Freundin Gwen, ist infiziert und ja, was tun wir als nächstes? Jetzt sind sie wahrscheinlich auch in der Stadt und jetzt gibt es nur einen, der hier die noch aufhalten kann, und zwar Spider-Man! Manhattan, 4 Stunden nach dem Zwischenfall. Und Leute, hier sehen wir zum allerersten Mal New York. Infizierte Bevölkerung 125. Leute, sieht das geil aus. Oh Leute, sieht es super aus. Da ist er, der Spider-Man, die Spinne, der Spinnemann, wie auch immer, der Spinner könnte man ihn auch nennen. Ah, Leute, das ist echt ein geiler Moment, finde ich. So, da hinten sehen wir das Oscorp Hauptquartier und jetzt, oh, und das, oh. Und diese Stelle habe ich ja noch gespielt, diesen Netzschwung. Und dass man einfach, schau dich dieses Schwingen an. Die Infektion darf nicht nach draußen gelangen. Ich kenne jemanden, der helfen kann. Sei vorsichtig, Peter. Ja, Leute, also wie gesagt, das ist jetzt hier noch der Moment, den ich hier noch gekannt habe. Dieses kleine Schwingen. Und dann hier habe ich aufgehört. So, auf das Handy kann man zugreifen. Okay. Okay, hier Connors. Das haben wir schon gelesen. So, dann kommen wir hier. Markierung. Haben wir irgendwas markiert? Und Leute, einfach wie die Schwingen ist. Schaut euch das mal an. In Spider-Man 3 war der Schwingen ja schon super cool, aber hier, ey, allein schon diese Animation, wie der sich immer schon so richtig schwingt. Ach, das sieht so phänomenal gut einfach aus. Und jetzt, das muss mal fallen. Und wir dann auch, ah, oh Leute, ist dieses Spiel awesome oder ist es nicht awesome? Ey, es ist krass awesome. Und jetzt kommen wir hier, oh, unser Wandlauf, komm, ich will Wandlaufen. Leute, dieses Spiel ist phänomenal gut, würde ich mal sagen. So, jetzt haben wir eine Aufgabe, ich möchte eigentlich einfach nur schwingen. Ich glaube, ich werde einfach 80% dieses Spiel einfach nur hier am Schwingen sein. Wir haben auch das hier noch drauf. Das ist ja auch so cool, dass wir jetzt einfach uns hier irgendwo hinschwingen können. Leute, dieses Spiel ist phänomenal gut, also zumindest hier in meinem ersten Eindruck. Habt ihr, Alter, sah das cool aus. So, ich glaube, wir sind dann in unserem Ziel angelangt und ich glaube, das Spiel sich aufgängt. Das wäre jetzt scheiße. Ja, Leute, es hat sich aufgängt. Super. Kleiner Cut. So, kann weitergehen. Tut mir leid für die Unterbrechung. Es ist mir ein Spiel auf der PS3 mal abstürzt. Also, das passiert ja auch wirklich ganz selten. Naja, so. Jetzt müssen wir nochmal kurz auf unser Handy zugreifen, das hier nochmal markieren. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass das Spiel nicht nochmal abstürzt. So. Gut, dann müssen wir jetzt hier nochmal in den Park, so wie es aussieht. Und jetzt können wir hier die Leute retten, was auch immer. So. Wie Sie sehen, hat der Amoklauf der Kreatur sein Ende gefunden, mitten im Park. Jetzt, wo wir sie besser sehen, können wir bestätigen, dass es nicht dieselbe Kreatur ist, die kürzlich Manhattan terrorisiert hat. Aber seltsamerweise... Wirklich zu viel des Guten. Artenkreuzung entdeckt. Angriff. Hey, komm zurück! Ich bin mir sicher, es wollte etwas sagen, oder? Das ist nicht gut. Ja, das ist echt nicht gut, Leute. So, schaut euch mal an, was das für ein Bossfight ist, Leute. Das ist hier gleich... Hallo Leute, wie lange spielen wir jetzt? 20 Minuten? Und schau dich mal an, was da für Kolosse kommen. So, was kann ich hier... Oh. Oh cool, ich habe ihn sogar getroffen. Ich wollte eigentlich nur irgendwo hinten, wo er mich nicht töten kann. Schaut euch dieses Viecher, Leute. Ist das geil, Mann. So, okay, auf diese Augen, da müssen wir drauf. Und so, das ist einer von Dr. Smiles Computern. Die eben hier, die Viecher vernichten sollen, die Art. Aber schau dir mal an! Oh, Leute, was hatte man sonst immer als Bossfight? So kleine Quicktime-Events und jetzt hier? So, was kann ich jetzt bei dem Viech machen?
Soll ich da rein? Ich gehe jetzt einfach mal da rein. Einfach mal reinhüpfen. So, was haben wir in Sekunden Netzi? Boom! Bist du tot? Das war leicht. aber Leute, wie das Viech einfach geil aussieht. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ah! Bin ich ausgewichen? Ich hoffe es. Das Viech! Was hat der da für ein Viech gebaut, der Dr. Smite? Das ist ja schlimmer als der Connors, Mann. Alter! Eine Riesenspinnviech-Monster-Typus-Kanonibus. Und ich weiß gar nicht, was ich. Warte, da vorne ist was, was ich attackieren kann, oder? Ah ja, da. So, da hauen wir jetzt nochmal drauf. Bam. So, auf die Augen müssen wir drauf hauen. So. Das war ganz schön knapp. So, auf das Auge. So, das war's damit sehen, oder? Oh nein. Du siehst mich nicht. Ja, du siehst mich wirklich nicht. Okay, du kannst mich sehen. Ich dachte, da haut man im Auge raus und dann tut das Viech einen immer noch hier treffen. Fast. So, komm. Okay, komm. Zeig mir dein kleines Auge. Komm, lass mich dir in die Augen schauen, kleines. Bam, und jetzt hier wieder auf dein Auge. Auf dein hässliches, kleines, rotes Auge. So, auf dein hässliches, rotes Auge, Mann. So, Auge Nummer 2 weg. Ich hoffe, das waren alle seine Augen. So, was macht das jetzt? Leute? Was macht das jetzt? Oder hell? Fliegt es jetzt gleich, oder? Wow! Alter, Mann! Warte. Ach so, okay, wir müssen nicht, dass man diese Dinger kaputt machen. Aber wie? Aber warum? Aber ich habe Angst. Ach so, mit dem Netzschuss. Okay, nicht gut. Alter, man kann ja während man schwingt, kann man ja hier schießen. Ich bugge gerade fest. Okay, das Viech ist eindeutig härter geworden. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon, was ich machen soll. Ich verstehe, aber es ist trotzdem hart. So, schwing. Und dann hier die ganze Zeit hier kreismashen. So, alter Mann. Leute, dieser Bossfight. Jeder besser als jeder Bossfight, den wir in Spider-Man 3 hatten. Schaut euch das mal an. Geil. Schwing hier die ganze Zeit und dann hier ein Netzschuss. Wie das einfach phänomenal aussieht. Was ich immer auch in dem Spiel hier wirklich loben muss, es gibt kein HUD. Fällt euch das mal auf? Finde ich irgendwie cool. Ich mag Spiele, die so wirklich auf so Sachen verzichten. So, komm. Ja, das war knapp. Das war dann wieder sehr knapp. Jetzt hör auf mit dem kleinen Lasermann hier. So, komm. Einer ist noch. Einer lebt noch. Einer von deinen Beinen. So, was können wir jetzt machen? Bist du tot? Ja, und wie? Und wo? So. Da. Okay, draufhauen. Draufhauen? Nicht draufhauen. Welche letzten Worte, bevor du auf dem Schrottplatz landest? Achtung! Und auf! Ganz weit! Gut! Unabhängig! Spidey 1! Riesenroboter 0, würde ich mal sagen. Belagerung abgewehrt, Leute. Das war ein geiler Bossfight. Sogar ein sehr geiler Bossfight. Das hat mir gefallen. So, was haben wir hier? New York City Fort. Ach, davon habe ich gehört. Das ist, da kann man so hören, was die Menschen sagen. So Twitter-like. Ist irgendwie voll blöd. Naja, egal. Aber der Bossfight. Der war echt cool, Leute. Der war richtig cool. Meine Biologie-Kollegen sind da so verantwortungsvoll. Diese Geier. Ob Michael Morbius die treibende Kraft war? Netter Kerl. Aber niemand sonst war so interessiert an meiner Forschung. Er hat aus irgendeinem Grund immer darauf gedrängt, an Fledermäusen zu experimentieren. Da draußen sind keine Fledermäuse, Doc. Das ist lächerlich. Allerdings gibt es da eine Ratte. Das stimmt wohl. Ich wette, dieses Exemplar ist besonders ansteckend. Mich beunruhigen nicht diese neuen Artenkreuzungen, sondern das tödliche Virus, das als Nebeneffekt aufgetreten ist. Und wenn es die Hälfte meiner früheren Kollegen infiziert hat... Und Gwen. Und was ist unsere einzige Hoffnung? Alistair Smythe und seine Killerroboter? Sie werden der Stadt Schlimmeres antun, als das Virus je könnte. Es muss einen anderen Weg geben. Tja, ich bin sicher nicht nur hier eingebrochen, um ein bisschen zu plaudern. Was? Was meinst du damit?
Ich werde sie hier rausholen. Wirklich? Spider-Man befreit die Echse aus ihrer Zelle? Wer ist hier der Verrückte? Genug diskutiert. Zeit für eine Entscheidung. Halt. Wenn du das tust, musst du mir versprechen. Ganz gleich, was auch passiert. Wenn es vorbei ist, musst du mich zurückbringen. Los. Gehen wir, bevor die Medikamente abklingen und ich merke, wie verrückt das Ganze wirklich ist. Sobald ich diese Tür aufkriege, rennen Sie so schnell wie möglich. Alles klar? Okay. Verstanden. Okay, Leute, wir sollen jetzt hier echt Dr. Connors befreien. Ob das so eine gute Idee ist, ich bin mir noch nicht so sicher, aber ja, wäre es bitte besser hier klassifiziert als die Echsen zu vernichten, als der Typ, der die Echsen gemacht hat. Ist bestimmt toll für meinen Ruf. Ich glaube, das mit dem Ruf kann er vergessen, hier unser Spidey. So, was müssen wir jetzt machen? Da müssen wir hin. So, okay. Fällt euch eigentlich mal auf, dass hier irgendwie kein einziger Mensch ist? Also, das ist ein gutes Gefängnis. Niemand ist da. Was hab ich? Hä? Ein Magazin. Sehr schön. Keine Ahnung, was für ein Magazin, aber egal. So, keine einzige Wache ist hier und ganz locker kann man auf den Zentralcomputer zugreifen. Das ist nett. So. Das sieht doch gut aus. Connors kommt wegen guter Führung früher raus. Hey, geh sofort weg da! Nein, nein, nein! Notfallentriegelung! Überbrückung ist unmöglich! Die Patienten können raus! Das ist deine Schuld! Du musst mir helfen! Ich soll dir helfen? Was sollte der Stromschlag? Was machst du hier überhaupt, Spider-Man? Okay, ich helfe dir mit dem Chaos, aber nur, wenn mir niemand in den Rücken schießt. Ich sollte auf dich schießen! Verschwinde von hier! Ich gehe schon, aber rechne nicht mit einer Freundschaftsanfrage. Tja, den Typ edite ich nicht auf Facebook. Okay, Leute, nett. Sehr nett. Der Typ einfach schießt da mit einer Elektropistole auf uns. Keine Ahnung warum. Ich meine, wir sind die freundliche Spinner Nachbarschaft, die ihren Wahnsinnigen versucht zu befreien. So. Nett Typ. So, mach mal. Bam. So. Oh, Leute. Ah! Oh, was hab ich. Ich weiß echt nicht. Alter, Mann! Oh, wie ich das gemacht habe. Ich blick in diesem Spiel echt nicht, was ich mache. Signature Move. Alter, was hab ich. Was tue ich? Ich sag euch wirklich, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Aber ihr müsst sagen, es sieht hammergeil aus. Schau ich das mal an. Was ist das für. Alter! Und da sagt jemand, Batman ist badass. Also, Batman ist ja gegen den hier. Alter, ist ja langweilig. So. So, Alter. Und hier kann man auch richtig geile Kombos hinhauen. So. Oh. Ist es nice, Leute. Ist es nice. Und jetzt. Alter. Das tut wirklich so weh, wenn man sich das anschaut. Ich bin so geflasht von dem Spiel, wirklich. War ja kein Problem. Den Korridor entlang und dann nach links. Ich warte dort. Hey, Moment. Schätze, er kennt sich hier ganz gut aus. Zeit, die Leute in die Zellen zu bringen und die Verletzten zu versorgen. Okay, mach mal. Wenn wir hier schon für den ganzen Unmut hier verantwortlich sind. So. Gut. Da sehe ich doch hier. Wir haben ein neues Upgrade. So. Neues Upgrade, neues Update. Hier Level 2. Wir könnten ein Technik-Upgrade. Können wir jetzt auch mal. Wie viele Punkte haben wir? 230. Ach, das können wir sehr gut machen. So. Was machen wir? Ich würde sagen, der Kampfboost, den hauen wir nochmal hier drauf, weil das ist echt super. Jetzt können wir mit 6 schon unseren Signature-Move machen und ich glaube, hier haben wir eh noch einen Upgrades-Punkt übrig, oder? Können wir den jetzt noch einsetzen? Dann fassen wir unseren Netzteil. Ich würde das da machen. Yeah, die Wandexplosion. So. Na, sag es mir doch, mein Freund, der mich elektroschocken will. Ich dachte, du gehörst zu ihnen. Sie sind überall. Du musst den anderen helfen. Ich dachte, dieser Job wäre leichter. Tja, wenn du gerade nicht auf den Superhelden schießt, dann ist es auch sehr leicht. Oh oh. Da ist ein Pfleger. Nee, den retten wir jetzt so. Nashment-Modus. Benutzt man, um Objekte zu finden und zu deinem Vorteil anzusetzen. Was meint ihr damit? Alter! Ist das awesome, Leute! Ist das awesome! Ich habe einen neuen Lieblings-Superhelden.
Der Move, Leute. Die zünden da alles an. Der Move, Leute. Kommen da noch ein paar Gegner, bitte? Komm, ich will's, ich will's. Ich glaube, ey, das ist echt mein neues Lieblingsspiel. Ist das geil. Wir können einfach so. Hier. Und dann. Bam. Haut er den drauf. Ey, Leute, ist der gut. Alles klar. Warten Sie auf mich? Natürlich. Die Überwachungsmonitore zeigen, dass der Gang frei zu sein scheint. Leute, das ist ja phänomenal geil einfach. Schließ mir den. Oh, super, ja. Von wegen. Was hast du jetzt bitte erwartet, Spidey? Echt, dass hier immer alles glatt läuft? Nee, du. So, Signature. Ich will einen Signature-Move. Ah, erst Combo 6. Jetzt sollten wir einen machen, oder? Können wir immer noch keinen machen? Egal. Bam. Ach so, jetzt haben wir den an die Wand geklebt. Sehr nice. So, komm, ich will einen an die Wand batten. Bam. Leute. Ich glaube, es ist echt mein neues Lieblingsspiel, dieses Spiel hier. Ja, wie wartet. Schaut euch das an, Leute. Wir haben den an die Wand gepoppt. Oh, ist dieses Spiel geil, Leute. Ist dieses Spiel geil. Ist dieses Spiel unglaublich gut einfach. Oh, ich bin echt so geflasht. So, was sollen wir machen? Hier, interagieren. Hebel? Hebel. So, dann kommen wir weiter. Leute, ist ja echt super. Ey. Ah, warte, können wir hier interagieren? Achso, das ist ja simpel eigentlich. Und dann, so, interagiere kurz nochmal. So, und jetzt. Bam, wunderschön. Keine Chance. So, da ist ein Pfleger, der versucht zu fliehen. Aha, ich kann hier hoch. Du nicht. Ja, da laberst du irgendwas, interessiert mich nicht. Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal einen ganz kleinen Cut, bevor wir noch mehr Gefangene verprügeln. Ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um einen Cut zu machen, wie gesagt. Und da wartet schon der nächste Verrückte. Aber bevor wir den alle machen, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal, euer MC Mofix mit der Amazing Spider-Man. Haut rein, ciao.